Quatre ans plus tard, mon père put acheter la maison du numéro 12 de la rue du Vert-Buisson, dont mon grand-père était locataire. Puis l'on construisit un salon de musique, mon grand-père n'ayant pas hésité à sacrifier une partie de son jardin. Pour l'inauguration du salon, mon père ayant réuni et fait travailler un groupe de chanteurs, on exécuta la scène du Graal du premier acte de Parsifal. Musik bestimmte das Lebensumfeld Marcel Duprés von Kindesbeinen an. Sein Vater, Albert Duprés, war Schüler von Alexandre Guilmant, unterrichtete als Musiklehrer am Lycée Corneille und war Organist an Saint-Douan in Rouen. Seine Mutter, Alice Chauvière, war Pianistin und Cellistin. Guilmant wurde zum engen Freund der Familie und war Trauzeuge von Marcels Eltern. So kam es auch, dass Marcel in jungen Jahren Orgelunterricht bei ihm nahm. Bei den bereits erwähnten Umbauarbeiten im Haus Nummer 12 in der Rue du Vert-Buisson sollte es nicht bleiben. Das zu klein gewordene Musikzimmer musste schon bald einem größeren Saal weichen. Albert Duprés beauftragte Cavier Coll mit dem Bau einer Orgel mit 11 Registern, die heute noch als Chororgel in der Kathedrale von Rouen zu hören ist. Albert hegte schon lange den Wunsch, einen Chor zu gründen. Doch das war schwieriger als gedacht. No sooner was the new music room completed that Albert proceeded to assemble his choral society. The complications proved formidable. In those days, amateur singers were generally unavailable from July to October, the traditional weeks of vacation. And matters were hardly better during the winter months, when formal calls and family gatherings adhered to a rigid schedule. It was unthinkable that chorus rehearsal should take precedence over social obligations. Further obstacles were created by the seasonal calls after New Year's, which occupied most of January and February, and by invitations to tea, then becoming fashionable in France. Moreover, male singers, especially business and professional men, could not take time from their offices to attend rehearsals in the afternoon, nor could young ladies of good family go out unescorted at night. Hence, even in Paris, which boasted 3 symphony orchestras, the social strictures of the French middle class had left a dearth of good choruses. Trotz aller Widrigkeiten gelang es Albert, einen Chor zu gründen, der schnell auf 100 Sängerinnen und Sänger anwuchs. Das Ensemble mit dem klangvollen Namen L'Accord Parfait leitete er von 1897 an für 34 Jahre. Später gesellte sich noch ein Orchester mit rund 60 Mitgliedern dazu. Es dauerte nicht lange, da platzte der Musiksaal aus allen Nähten und musste erneut erweitert werden, wofür auch noch das letzte Stückchen Garten geopfert wurde. Der Chor führte die großen Meisterwerke der Chormusik auf, wie Händels Messias, Berlioz' L'Enfance du Christ, Bachs Passionen oder Brahms' Deutsches Requiem. Der kleine Marcel war immer mit von der Partie und man kann sich gut vorstellen, wie er diese Welt mit allen Sinnen erkundete. Chorische Privatinitiativen waren zur damaligen Zeit keine Seltenheit. Da gab es eine ganze Reihe von sehr professionell arbeitenden Ensembles, also Orchester und dann auch Chor dazu, die im privaten Rahmen Wagner aufgeführt haben. Wer Musik hören wollte und nicht ins Konzert oder ins Theater gehen konnte, der musste die selber machen. Die Leute hatten außerdem eine sehr viel bessere musikalische Ausbildung als später. Es gab sehr viele, die etwa Klavier spielen konnten, die in der Lage waren, sich auch durch einen Klavierauszug einer Wagner-Oper durchzubuchstabieren oder die doch irgendwann mal Gesangsunterricht gehabt hatten und ihre Stimme einigermaßen führen konnten. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist Richard Wagner. An ihm schieden sich die Geister. Die einen hatten die französischen Nummernopern satt und freuten sich über Wagners neuen Ansatz. Komponisten wie Meyerbeer hingegen kritisierten seine Musique de l'avenir, die Zukunftsmusik. Es entstand ein regelrechter Kampf zwischen Kritikern und Fürsprechern, der in aller Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Konzerte mit Wagners Musik wurden regelmäßig von Schreien und Diskussionen begleitet, die immer, Zitat, in Tätlichkeiten auszuarten drohten. Legendär ist mittlerweile die skandalöse Pariser Erstaufführung seiner Oper Tannhäuser.
Widor und Cézanne schätzten seine Musik, aber auch Literaten wie Baudelaire. Gerade Baudelaire schrieb über Wagner, dass er nicht nur Musiker, sondern ebenso ein Dichter war. Ähnlich formulierte es später Marcel Dupré, der selbst ein leidenschaftlicher Wagnerianer war und eine der seltenen Toscanini-Aufführungen in Bayreuth erlebte. Wagner résume tous les arts rythmés et toutes les époques. En lui, le dramaturge procède des Grecs par la souveraineté de l'action intérieure. Le poète, de la langue racine germanique, par l'allitération. Le musicien, de Bach, par la symbolique thématique. De Beethoven, par l'humanisation des instruments. Le peintre de la Renaissance, par la signification du geste. Il a chanté tout. Dans Tannhäuser et les maîtres, l'amour de la musique, de la langue et de la terre natale. Dans Tristan, la douleur et l'amour. Il nous ouvre l'au-delà dans Lohengrin et Parsifal et nous emmène hors du monde dans la gigantesque épopée de la race humaine qu'est la tétralogie. Nous n'avons qu'à le remercier, prosternés en silence. Et qu'importe s'il a fermé derrière lui la voie. Im Hause Dupré trieb die Wagner-Verehrung gar kuriose Blüten. Können Sie sich eine Wagner-Oper als Marionettentheater vorstellen? Mon grand-père aimable Dupré avait, pour amuser ses enfants, construit un petit théâtre dans lequel des marionnettes jouaient la Belle au bois dormant. À son tour, mon père eut l'idée d'en construire un. Il commença à travailler pendant les vacances au décor du château pour le deuxième acte de Lohengrin. Comme nous n'avions pas encore l'électricité, tous les effets de lumière, qui étaient ravissants, étaient réalisés au gaz avec des verres de couleurs variées. Les personnages de notre théâtre, merveilleusement sculptés, étaient charmants. C'est avec une joie enfantine que je suivais tous ces travaux qui me remplissaient d'admiration. Hélas, pillés pendant la guerre de 1940, il ne nous reste plus que des vestiges du cher petit théâtre. Das Marionettentheater wurde zwar im Zweiten Weltkrieg geplündert, aber Überreste liegen noch in der Villa Meudon auf dem Speicher und warten auf einen liebevollen Restaurator. Sie sehen also, eine Säule der Wagnerpflege waren unter anderem auch die privaten Salons. Glaubt man den Zeitungsartikeln jener Zeit, muss das Niveau der von privater Hand initiierten Chöre überragend gewesen sein. So wurde auch L'Accord Parfait mehrmals aus der Provinz zu Konzerten nach Paris eingeladen. Je nach räumlicher und personeller Infrastruktur musste die Originalbesetzung entsprechend angepasst werden. Die Leute waren ganz sicher insgesamt weniger anspruchsvoll. Deswegen, weil sie auch keine Vergleichsmöglichkeiten hatten. Es gab ja dieses wandernde Wagner-Theater von Angelo Neumann. Natürlich haben die dann mit kleinen Besetzungen gearbeitet. Das haben sie bei den großen Meyerbeer-Opern genauso gemacht. Andererseits muss man sagen, es gab Ensembles, die zwar mit Amateuren, zumindest mit einem Amateurorchester arbeiteten, und es muss also nach den Berichten, die man findet, bemerkenswert gewesen sein. Und die Kritiker, die das in Paris angeschaut haben, die waren in vielen Fällen doch im Jahr vorher oder im selben Jahr bei den Bayreuther Festspielen gewesen. Das heißt, die hatten schon ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten. Am Pariser Konservatorium durfte Wagners Musik übrigens erst ab 1905 unterrichtet werden. 2 Jahre später wurde Dupré Student in der Kompositionsklasse von Charles-Marie Widor. Widor wurde zum väterlichen Freund und Mentor Duprés, dem er viele Karrieresprünge verdankte. Das Hauptziel der Kompositionsklasse war es, angehende Komponistinnen und Komponisten auf den Prix de Rome vorzubereiten, eine Art Grammy für französische Komponisten. Dem Gewinner des Preises winkten ein großzügiges Stipendium und ein 3-jähriger Aufenthalt in der Villa Medici in Rom. Da das Wettbewerbsthema meist ein dramatisches Sujet beinhaltete, konzentrierte sich Widor gezwungenermaßen auf die Vermittlung von opernhaften Kompositionstechniken. Mit einer gewissen Hartnäckigkeit ermunterte er Dupré, sich der Herausforderung des Prix de Rome zu stellen. Dupré fiel es anfänglich schwer, sich mit dem Gedanken einer opernhaften Komposition anzufreunden. Er empfand, dass Richard Wagner auf dem Gebiet bereits alles gesagt hatte. Nach 2 missglückten Anläufen gewann er schließlich 1914 den begehrten Preis mit seiner Kantate Psyché.
Den Aufenthalt in Rom konnte Dupré aber wegen des kurz darauf einsetzenden Ersten Weltkrieges nicht mehr antreten. Soir sur la Plaine schrieb Dupré als Wettbewerbsstück für den Prix de Rome im Jahr vor seinem großen Erfolg. Die lyrischen Zeilen, die Sie im Original und in Übersetzungen auf unserer Website nachlesen können, verfasste Albert Samain, der im Hauptberuf eigentlich Verwaltungsangestellter war. Er war Vertreter des Symbolismus. Der Symbolismus schafft im Gegensatz zum Realismus eine Welt der Schönheit und der ideellen und ästhetischen Vollkommenheit. Die Thematik der Gedichte ist oft eine Reaktion auf die Veränderungen in der Welt.
Die Gedichte schaffen geistige Rückzugsorte und öffnen Sehnsuchtsräume. Das Phänomen Großstadt ist ja ein relativ junges Phänomen. Und in mancher Hinsicht auch, also die Leute fühlen sich da entwurzelt und die sozialen Kontakte werden schwieriger. Und so eine Sehnsucht nach Natur, nicht wie schon eigentlich in diesem Gedicht La Source von Le Comte de Lille, nicht, das ist ja ein Wunschbild. Nicht, die Pariser haben das in der Regel nicht. Nicht, die Sonntagsausflüge, die gehen dann in die Banlieue, in die Vororte. Da findet man vielleicht mal ein bisschen Gras, wo man sich niederlassen kann und picknicken kann. Aber das ist nicht wirklich die Natur. Die ist zu weit weg, als dass man da am Sonntag hinkäme. In der Literatur dieser Zeit finden sich zahlreiche mythologische Anklänge. Ganz im Zeichen von Naturwesen steht das poetische Drama Polyphème von Albert Samain. Darin geht es um Polyphem, der nach der griechischen Mythologie der älteste Zyklop und Sohn Poseidons ist. Das Drama erzählt die bekannte Geschichte des Versuchs von Polyphem, Galatea von Acis zu rauben. Jean Gras vertonte das ganze Libretto in seiner gleichnamigen Oper. Marcel Dubré greift aus dem Libretto nur einen kleinen Teil für seine Komposition heraus und betitelt sie mit Crépuscule, Abenddämmerung. In der Szene, die im Original für Frauenchor und Orchester geschrieben ist, geht es um Nymphen, die am Übergang zwischen Tag und Nacht ihre Spiele treiben, bevor sie zur Ruhe kommen. Thank you.
zu erfahren.